Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video Corona in der Schweiz. Diesmal zur Frage, wer sind die Maßnahmen-Skeptiker? Die Tonalität in der Diskussion rund um Corona hat sich in den letzten Wochen und Monaten noch einmal deutlich verschärft. Es gibt die beiden Gruppen, die Maßnahmenbefürworter und die Maßnahmenskeptiker, vor allem auch diejenigen, die der Impfung kritisch gegenüberstehen. Und es hat sich eingebürgert, dass man die Maßnahmenskeptiker als rückständig, egoistisch, geistig minder bemittelt oder ähnlich qualifizieren darf und auch qualifiziert. Darum stellen wir uns hier die Frage, wer sind denn diese beiden Gruppen? Kann man diese irgendwie identifizieren? Und es ist tatsächlich so, dass die Gruppen statistisch identifizierbar sind. Denn seit Jahren ist aus der Krankenversicherungsstatistik bekannt, dass es Kantone gibt, die über Jahre hinweg tiefe Kosten haben und andere Kantone, die immer sehr hohe Kosten pro Kopf haben. Wenn wir hier die Versicherungskosten pro Kopf aus dem Jahr 2020 betrachten, dann sehen wir bei den tiefen Kosten 7 Kantone, Appenzell Innerrhoden, Uri Zug, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden und Graubünden, die Kosten um 2.500 Franken, im tiefsten Fall 2.300 Franken pro Jahr aufweisen. Auf der anderen Seite, also ganz rechts, sehen wir die Kantone Waadt, Jura, Neuenburg-Tessin, Genf und die beiden Basel, welche deutlich höhere Kosten aufweisen, bis zu 4.500 Franken. Also die Unterschiede sind sehr gewichtig. Und wenn wir nun hier eine Rangreihenfolge erstellen mit Appenzell-Innerrhoden auf dem 1. Platz und Basel-Stadt auf dem 26. Platz, dann sieht das so aus. Wir haben hier die aufsteigenden Ränge und jetzt können wir die Abstimmungsergebnisse, also die Zustimmungs- oder Ablehnungsraten aus der Abstimmung vom 13. Juni 2021 dazunehmen, als über die Covid-Maßnahmen abgestimmt worden ist. Und wir sehen, 5 der 7 sparsamen Kantone lehnten die Corona-Maßnahmen mehrheitlich ab, alle teuren Kantone stimmten ihnen deutlich zu. Es gibt noch weitere Zustimmungen in Schwyz, Thurgau und Glarus. Gesamthaft sehen wir aber, dass alle Kantone, die zustimmen, zur billigeren Hälfte der Schweizer Kantone gehören. Ausreißer in der Untergruppe sind Zug und Graubünden. Leichte Ausreißer sind auch Jura und Basel-Land und alle anderen Kantone positionieren sich irgendwo dazwischen. Das heißt, vergleicht man die Versicherungskosten pro Kanton mit der Zustimmungsrate zum Covid-19-Referendum, so ergibt das eine Korrelation von 86%. Nach Korrektur der Gesundheitsunterschiede, also unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gewisse Kantone hohe Kosten haben, weil sie eher kränker sind und andere tiefe Kosten haben, weil sie gesünder sind, steigt die Korrelation sogar auf 90%. Nun könnte man einwenden, dass das eine rein zufällige Korrelation ist und dass die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Kantone ja von Jahr zu Jahr schwankt und deshalb kein großes Gewicht auf den Zusammenhang der Stimmabgabe und der Kostenhöhe zu legen sei. Betrachtet man aber die Kosten vor 20 Jahren, also im Jahr 2000, so sehen wir, dass die Verteilung der Kantone ungefähr dieselbe ist. Von den 7 günstigsten Kantonen gehören 6 immer noch zur günstigsten Gruppe und neu kommt Schwyz dazu, der dann im Jahr 2020 auf Platz 8 liegt. Und Graubünden fällt zwar aus der Gruppe heraus, aber der Abstand ist nicht sehr groß. Noch stabiler ist das auf der anderen Seite. Die 7 teuersten Kantone im Jahr 2020 waren auch die 7 teuersten Kantone im Jahr 2000. Hier liegt also eine große Stabilität vor und das dürfte ein Abbild einer Gesundheitskultur sein, einer Einstellung gegenüber dem Gesundheitswesen, die sehr verschieden ist in den verschiedenen Kantonen. Wir stellen fest, über einen Zeitraum von 20 Jahren betrachtet, bleiben die Kostenunterschiede erstaunlich konstant. Die Gruppe der 7 teuersten ändert sich überhaupt nicht, die Gruppe der 7 günstigsten ändert sich nur geringfügig. Die Rangzahlen der Kantone von 2000 und 2020
korrelieren zu 95,5%. Da stellt sich die Frage, ja, liegt das am Gesundheitszustand? Sind die einen Kantone eben wesentlich gesünder als andere? Das würde eine solche Stabilität in den Kostenunterschieden auch erklären können. Zu diesem Zweck stellen wir die Kostenunterschiede zwischen den Kantonen noch einmal anders dar. Wir haben hier eine Darstellung, wo die verschiedenen Kantone hier auf einem Kreis aufgetragen sind und die Kosten vom Zentrum aus abgetragen werden. Und wenn das die Durchschnittskosten der gesamten Schweizer Bevölkerung sind, dann sehen wir, es gibt Kantone Bern, Basel-Land, Basel-Stadt, die deutlich über diesem gesamtschweizerischen Durchschnitt liegen. Hier gibt es andere Kantone, Appenzell Innerrhoden, Ausserrhoden und Aargau, Zürich auch noch knapp, die unterhalb der schweizerischen Durchschnittskosten liegen. Für Appenzell Innerrhoden gilt insbesondere, dass seine Kosten deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt liegen, und es stellt sich die Frage, ob dieser schwache grüne Pfeil nicht einfach nur gesundheitsbedingt ist. Genau die umgekehrte Frage stellt sich im Fall von Basel-Stadt, dessen Kosten sehr viel höher sind als der Schweizer Durchschnitt und aber die Möglichkeit besteht, dass das krankheitsbedingt ist, dass die städtische Bevölkerung Basel hat, kränker ist als der Schweizer Durchschnitt. Wenn wir diese Korrekturen berechnen, und wir berechnen sie mit der amtlichen Risikoausgleichsformel, dann sehen wir, dass es zwar zu gewissen Verschiebungen kommt, aber in der Regel die Ausschläge mehr oder weniger dieselben sind, die wir vorher schon hatten. Greifen wir ein paar Punkte heraus. Basel-Stadt ist tatsächlich teurer, weil sie kränker sind. Die grüne Kurve hat einen schwächeren Ausschlag. Der Effekt ist aber der, dass, wenn man das berücksichtigt, Basel-Stadt dann nicht mehr auf dem teuersten, sondern nur auf dem zweiteuersten Platz liegt. Ähnlich sieht das bei Appenzell-Innerrhoden aus, wo sich die Hypothese auch bestätigt. Die Appenzeller sind geringfügig gesünder als der Schweizer Durchschnitt. Wenn man es korrigiert, bleiben sie trotzdem immer noch auf dem tiefsten Rang. Ihre Kosten sind so gering. Da gibt es andere Fälle, zum Beispiel Nidwalden, das, obwohl es eine durchschnittliche Gesundheit hat, unterdurchschnittliche Kosten aufweist. Und ein anderer interessanter Fall ist das Waadtland, das immer mit großer Konstanz überdurchschnittliche Kosten hat, aber eine Bevölkerung hat, die überdurchschnittlich gesund ist. Zwar nur geringfügig, aber immerhin. Also im Waadtland ist überhaupt nicht die Morbidität irgendwie dafür verantwortlich, dass die Kosten hoch sind. Das ist die andere Nachfrage, die Waadtländer gegenüber dem Gesundheitswesen und der Krankenversicherung zu haben scheinen. Es zeigt sich also, obwohl Genfer und Waadtländer überdurchschnittlich gesund sind, liegen ihre Durchschnittskosten auf den Spitzenplätzen. Und obwohl die Einwohner von Nidwalden knapp durchschnittlich gesund sind, gehören sie zur Gruppe der kostengünstigsten. Hätten nun alle Schweizer und Schweizerinnen die Mentalität der Appenzeller, dann würde die Krankenversicherung heute knapp 25 Milliarden kosten statt 32 Milliarden. Das sind also 7 Milliarden weniger. Hätte die Schweizer Bevölkerung jedoch die Mentalität der Genfer und Genferinnen, dann würde die Krankenversicherung 40 Milliarden statt 32 Milliarden kosten, wäre also 8 Milliarden teurer. Sie sehen, diese Kostenunterschiede, diese Mentalitätsunterschiede, die sich hier zeigen, sind finanziell relevant. Es zeigt sich, es gibt eine Gruppe günstiger Kantone, die über Jahrzehnte stabil zusammengesetzt ist und die in ihrem Gesundheitskonsum eher zurückhaltend ist. Aus diesen Kantonen stammen mehrheitlich die Maßnahmen Skeptiker. Für diese Skeptiker gilt, sie sind eigenverantwortlicher als der Durchschnitt und bezahlen 16% ihrer Kosten aus eigener Tasche. Natürlich zahlen sie auch die Prämien in der Regel aus eigener Tasche. Sie sind zurückhaltend im Konsum der Schulmedizin, deswegen sind sie nicht kränker. Es sind nicht die Corona-Skeptiker, die die Pandemie befeuert haben in den vergangenen Monaten. Seit Beginn der Pandemie weisen die Corona-skeptischen Kantone 24% weniger Todesfälle auf, als man aufgrund von Alter und Geschlecht erwarten würde. Und natürlich korreliert auch die Stimmabgabe mit der Impfquote, und zwar zu 85%.
Auf der anderen Seite haben wir die Maßnahmenbefürworter, die wir jetzt auch identifizieren können. Das ist die Gruppe derer, welche das Gesundheitswesen auch außerhalb einer Pandemie markant stärker belasten. Allerdings zahlen sie dafür auch höhere Prämien und insofern ist das auch eine ausgeglichene Situation. Ihre Kostenbeteiligung ist mit 13% allerdings geringer als in den Kantonen mit tiefen Kosten. Und auch hier zeigt sich überraschenderweise, dass die Maßnahmen befürwortenden Kantone 13% mehr Covid-19-Todesfälle aufweisen, als man aufgrund der Schweizer Durchschnittszahlen erwarten würde. Also auch hier kann man nicht den Schluss ziehen, dass eine Befürwortung der Maßnahmen und damit wahrscheinlich auch eine höhere Akzeptanz und ein höheres Befolgen der Maßnahmen zu weniger Todesfällen führt, genauso wie es in der anderen Gruppe auch nicht der Fall war, wo wir 24% weniger Todesfälle angetroffen haben, gerechnet vom Beginn der Pandemie. Unser Fazit: Es gab schon immer markante Unterschiede in der Einschätzung der Schulmedizin und in der Beanspruchung des Gesundheitswesens zwischen verschiedenen Kantonsgruppen. Eine föderalistische Gesundheitspolitik, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, berücksichtigt diese kulturellen Unterschiede wohlweislich. Und es gab keine größere Auseinandersetzung in der Krankenversicherung als der Streit um die Frage, ob die Waadtländer allenfalls die Prämien der Berner quersubventioniert hätten. Eine ältere Geschichte. Eine unverhältnismäßige zentralistische Impf- und Zertifikatspolitik reißt hier unnötigerweise seit Jahren bekannte Gräben auf. Das ist gar nichts Neues, das weiß man schon lange. Das hätte man schon zu Beginn der Impfkampagne wissen können, dass sich hier die Kantone sehr unterschiedlich verhalten. Dabei sind die Maßnahmenkritiker diejenigen, welche das Gesundheitswesen eher schonen und zurückhaltend sind, während es die Maßnahmenbefürworter auch sonst tendenziell überbeanspruchen. Also diese Fokussierung auf die angeblich unverantwortlichen Corona-skeptischen Kreise stimmt nicht mit dem langfristigen Gesundheitsverhalten der verschiedenen Gruppen überein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.